Ja, und damit sage ich wieder Hallo und willkommen zurück in unserem Garten bei einer neuen Folge My Time at Portia. Wir testen jetzt mal unsere neue Axt. Schauen doch gleich mal, wie viel Holz das man da aus so einem großen Baum rausbringen. Und werden damit dann noch die benötigte Spitzhacke machen. Anspringen. Und sollten jetzt hier genug Holz haben für die Spitzhacke. Dann mit unseren Werkzeugen hoffentlich auch den Presley zufriedenstellen. Werden die deswegen gleich mal vorzeigen in der Handwerkskammer. Ich tue jetzt mal die ganzen Rohstoffe ins Inventar und lege uns das, was wir arbeiten brauchen, auf die Leiste. Scheinbar auch noch eine Montagestation. Muss jetzt mal gucken. Alles, was uns jetzt hier nicht bei der Einführung erklärt wird, schauen wir uns dann später in Ruhe an. Erstmal unsere Handwerksprüfung, weil scheinbar braucht man die hier ja. Und was hilft uns die schönste Werkstatt, wenn wir nicht zugelassen sind? Gehen wir doch mal zu dem guten Presley und zeigen ihm unsere neuesten Errungenschaften. Ah, excellent quality. Nicely done. You can keep them. I just wanted to see what you can do. Now for the second test. You are to build a stone furnace. This one's a bit tougher. You need to use the assembly station in your yard to complete this task. If I remember correctly, your pa kept a very detailed account of the things he made. You might want to flip through his workshop handbook and see if you can find a diagram for the stone furnace. Once you have a diagram, just use it on the assembly station in your yard to start construction. Okay, da sind wir dann also, dass uns das erklärt wird. Also gehen wir jetzt erst einmal zur Montagestation. Nicht in den Brunnen fallen. Willkommen auf der ersten Seite meines Werkstatthandbuchs. Ich werde versuchen, alles aufzuschreiben, was ich lerne, während ich mich in dieses Werkstattgeschäft stürze. Da ich vermutlich als einziger lesen werde. Hallo an mich, gut aussehender Bursche. Haha. Lektion 1 ist am wichtigsten. Press hat mich. Er hat mir gerade beim Bau meiner Montagestation geholfen. Jetzt werde ich aufschreiben, wie man sie korrekt verwendet. Geh zum Podium der Montagestation, öffne das Handbuch und wähle einen Bauplan. Wenn der Rahmen des Gegenstands erscheint, kann ich anfangen, die einzelnen Teile zu platzieren. Um ein Teil zu installieren, muss ich es in der Hand halten. Ich gehe zum Rahmen und zur markierten Position und klicke links, um das Teil zu
platzieren. Ich kann den Montageprozess jederzeit am Podium abbrechen. Tue ich das, gehen alle verwendeten Gegenstände direkt in mein Inventar. Ist mein Inventar voll, liegen die Gegenstände auf dem Boden. Wenn ich mit der Montage fertig bin, kann ich den Gegenstand in meinem Inventar ablegen oder Lieferung drücken, damit jemand kommt und es abholt. Abhängig vom Gegenstand, dann ist Zahltag. Juhu. Da haben wir also Steinofen. Steine findet man überall. Der Baum gibt Holz. Auch in den Ofen zum Erden. Na, dann stellen wir den doch einfach mal da drauf. Nimm das benötigte Teil in die Hand, ziele auf die Silhouette deines Bauprojekts und drücke dann die linke Maustaste, um den Gegenstand zu montieren. Also müssen wir Steine und Holz in die Hand nehmen. Kann man den Steinhocker machen. Und dafür braucht man noch mehr Steine. Dafür haben wir unsere Spitzhacke. Tatsächlich Level 2. Probieren wir es hier nochmal. Einen Steinhocker. Damit haben wir den tatsächlich. Fertig und platzieren den. Ja, jetzt einschmelzen machen wir am besten nicht im Haus. Sondern platzieren den mal im Garten. Okay, hier können wir also auch unsere Skillpunkte vergeben. Das kann noch nie schaden, wenn wir die Erfahrung am Anfang ein bisschen erhöhen, dann steigen wir schneller auf. Ja, dann gehen wir nochmal noch schnell. Wesley, unseren Ofen haben wir ja fertig. Ob wir sonst hier irgendwann einmal von selbst ins Bett fallen.
Das hat sich dann erledigt, dafür sind wir ein bisschen zu spät dran. Mit dem, da braucht man bestimmt noch. Deine haben wir jetzt leider erst. Okay, und hier können wir dann klar unseren Garten erweitern, falls uns der Platz bauen ausgeht. Damit das nicht so schnell passiert, haben wir den Busch ja noch weg. Das schauen wir uns doch mal noch an. Außerhalb der Öffnungszeiten erwischt. This is your builder license. Congratulations. Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. After which, you can start taking regular commissions. Come back and talk with me after you register. Dazu müssten wir wohl hier hoch. Aber der Bürgermeister hat bestimmt auch Öffnungszeiten. Ganz so begeistert sein. In der Nacht einfallen. Ja. Zu erwarten war. Ja, dann gehen wir halt erst einmal nach Hause und schlafen ein Ründchen. Und lassen uns registrieren. Mal im Sauseschritt. Löchlein zumachen. So, Fallen. Vom Bett bis zur Tür kommen. Und dann machen wir ein Nickerchen. Ich sage an der Stelle Gutes Nächtle und bis. Ciao, ciao. This house is so worn. I need to fix it or I won't be getting a good night's sleep.